Liebe Hochzeitspaare, ich möchte Sie heute einladen, Gast zu sein bei einer freien Trauung von Larissa und Marius. Wir haben hier am Wörthsee bei strahlendem Sonnenschein die herrliche Kulisse und genießen Sie einfach mal ein paar Einblicke, wie solche freie Trauungen bei mir gestaltet sind. Ich lade Sie ein, kommen Sie mit, schauen Sie rein und wenn Sie davon begeistert sind, dann freue ich mich, wenn Sie sich bei mir melden. Dankeschön. Wenn ein Mann so gereift ist in sich, dass er sagt, jetzt ist die Zeit reif, diesen Antrag zu machen. Und es war ja am 18. Januar 2013 auf dem Bali-Urlaub. Dann habt ihr natürlich auch diesen Tag und diesen Urlaub ganz besonders genossen. Aber ich hörte natürlich von Larissa, plötzlich legte er den Arm um mich, die Sonne war am Untergehen, die Wolken waren zwar ein bisschen davor, aber und plötzlich fing er an zu reden und ich merkte, jetzt läuft es auf einen Heiratsantrag raus. Ich wusste eigentlich gar nicht mehr, was er wirklich zu mir gesagt hat. Ich wusste nur, ja natürlich, muss ich sagen. Wobei mir Marius dann auch verraten hat, so ganz sicher war ich mir da nicht, ob sie auch wirklich ja sagt. Aber innerlich gehofft hatte ich schon. Nun, sie hat ja auch ja natürlich gesagt, weil das natürlich, das war das Zeichen, dass ich schon eine Weile drauf gewartet hat. Ich liebe dich. Larissa, du bist mir die allerwichtigste Person auf der Welt und ich bin unendlich glücklich, dass du meine Frau bist. Ich find's einfach unfassbar toll, dass wir jetzt verheiratet sind. Ich liebe dich. Damit ist der Bund eurer Ehe geschlossen. Ihr dürft euch nochmals küssen. Ich wünsche euch eine unheimlich harmonische, glückliche und lange Ehe. Alles Liebe, alles Gute für euch.